sind wir? Da, da sind wir dran. Hier haben wir zwei. Okay, dann geht's hier noch weiter. Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil unseres Let's Plays Minecraft Life in the Village. Für alle, die in den ersten Folgen nicht dabei waren, ja, ich habe dieses Let's Play angefangen. Ich beabsichtige, das nicht ewig zu spielen, sondern... ja, mal gucken, wie lange es Spaß macht, und es ist mal ein Versuch, ein bisschen was anderes zu machen. Sprich, es ist eigentlich ein anderes Konzept. Ich habe Aufgaben zu erfüllen, ich habe hier helfe mit, die Stadt aufzubauen, baue natürlich auch mein eigenes Haus auf, klar, aber ich handle mit den Bewohnern. Mit den Bewohnern in der Hoffnung, in die Dorfgemeinschaft aufgenommen zu werden. Zumindest ist das, wenn ich das bisher richtig verstanden habe, der Sinn des Ganzen. Ja, man muss sich immer beliebter machen und wird dann irgendwann mit in die Dorfgemeinschaft aufgenommen. Kann wohl auch irgendwann Häuptling oder Chef oder Bürgermeister oder wie auch immer dieses Dorfes werden. Aber ich bin im Augenblick erstmal dabei, meine eigenen Sachen hier zu regeln, sprich erstmal dafür zu sorgen, dass ich... dass ich hier genug zu essen habe und so weiter. So, jetzt bauen wir hier noch ein paar Tore ein. So, das erstmal hierher. So, wir brauchen vier Tore. Okay. Ein Tor haben wir schon mal. Und das machen wir jetzt auch direkt mal zu. Wir müssen uns nicht alle durchrennen hier. So, aber diese zwei Abstand, die werde ich nach wie vor hier einhalten. Damit uns nicht irgendwelche Monster oder ähnliches dann hier aufs Grundstück springen können. Ich glaube, die einzigen, die das dann noch können, sind Spinnen. So. Drin? Nein, hier war nichts weiter. Okay, erstmal kurz weitermachen da.
Das heißt, ich brauche jetzt erstmal. Oh, guck mal, unser angepflanztes Holz ist schön gewachsen. Macht eine Menge Krach, aber ist okay. Der kommt dahin. Aha. Aha. Ich kann also so Stöcke machen, indem ich ganz einfach das Grünzeug da außen rum abhaue. Auch nicht schlecht. Was willst du? Steak habe ich nicht. Nö. Nö, sorry, tut mir leid. Habe ich nichts von. Da noch einen hin und hier noch einen hin. Wieso steht da jetzt nicht mein Name drauf? Eigentlich müsste hier stehen, dass das mein Haus ist. Das finde ich jetzt eigenartig. Gut. Das brauchen wir. Die werden jetzt direkt mal alle verarbeitet hier. Ja, das ist nämlich genau falsch rum, das habe ich mir gedacht. Stück genau, passt doch. Das passt doch genau.
So, das weg. Und dann raus und so, haben wir's. Sehr gut. Damit haben wir doch schon mal einiges zu futtern. Das wird nichts. Erstmal eine Runde schlafen. Wir brauchen erst das Wasser in der Mitte. Bevor wir da irgendwas anderes machen. So, mittlerweile sind wir an Tag 7. Und wenn wir das richtig zum Laufen haben hier, dann sollten wir beigehen. Und für die Stadt die Aufträge erledigen, damit die bauen können. So. Tür zu. Tür zu. Das ganze Grünzeug rein und dann gucken wir mal. Was war hier noch? Da haben wir noch mal 3 Karotten. Kakaobohnen kann man natürlich so nicht pflanzen, ist auch klar.
Tomaten können wir noch nicht. Und Chili können wir auch noch nicht. Okay, kein Problem. Okay. Als nächstes sollten wir dann halt mal zusehen, dass wir hier da hat jetzt sowas kräftig gelackt. Gut, mal gucken, wie hoch können wir oder müssen wir noch? Gut. Sind wir da? Da sind wir dran. Hier haben wir zwei. Okay, dann geht es hier noch weiter. Thank you.
Die Erde auch weg. Wir machen es aber nicht 3 hoch, sondern 4 hoch. Fehlt noch eine Fackel. Ja, hinter irgendeiner Wand hängt hier was. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Dass wir hier nicht irgendwelchen Viechern ins Quere kommen. Es ist auch Nacht, wir sollten vielleicht mal wieder schlafen. Ja, und damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.